kein Mensch hat wirklich schwarze Augen. Nun, es sei denn, man gerät in einen Streit. Also lass uns nett sein, okay? Einige von uns haben sehr viel Melanin, sodass das Auge fast pechschwarz erscheinen könnte. Aber vieles hängt von den Lichtverhältnissen ab. Tatsächlich haben diejenigen, die schwarze Augen zu haben scheinen, nur eine wirklich dunkelbraune Augenfarbe. Eine Wimper ist nur 150 Tage lang da. Der Weltrekord für die längste Wimper lag bei etwa 8 cm. Damit könntet ihr euch selbst auspeitschen. Wimpern sind auch ein Zuhause für winzige Milben. Die weltweit am häufigsten vorkommende Augenfarbe ist braun. Es gibt viele verschiedene Brauntöne, aber das Lustige daran ist, dass sie darunter eigentlich blau sind. Alle blauäugigen Menschen haben den gleichen Vorfahren wie jeder andere blauäugige Mensch auf der Welt. Tränen sind nicht nur salziges Wasser. Sie bestehen aus Lipiden, die im Wesentlichen aus Öl, Wasser und Schleim bestehen. Der Salzgehalt macht unsere Tränen antibakteriell. Die bisher coolste Kamera hat 200 Megapixel. Ein menschliches Auge hat 576 Megapixel. Deshalb sind Sonnenuntergänge im wirklichen Leben so viel schöner als auf Fotos. Wir blinzeln etwa 4.200.000 Mal im Jahr, mindestens einmal alle 8 Sekunden. Es könnte cool sein, wenn wir jedes Mal, wenn wir blinzeln, einen Cent bekämen. Wir würden mehr als 100 Euro pro Tag verdienen. Es dauert etwa einen Monat, bis sich alle deine Hautzellen erneuert haben. Wir verlieren alle 60 Sekunden etwa 30.000 tote Zellen und damit etwa 4 Kilogramm Haut pro Jahr. Unsere Fingernägel wachsen viel schneller als unsere Fußnägel. Zehennägel wachsen fast viermal langsamer, weil sie weniger Schaden erleiden als Fingernägel. Auch wenn wir uns oft an den Zehen stoßen, dauert ein plötzlicher Zirkulationsschub in der Regel nicht lange. Ein Mensch produziert täglich je nach Person zwischen einem halben Liter und einem Liter Speichel. Das ist genug Speichel in einem Jahr, um eine Badewanne zu füllen. Ja, im Ernst. Speichel wirkt wie ein perfektes Heilmittel. Wunden in unserem Mund heilen viel schneller als anderswo. Er hilft auch beim Schmecken von Lebensmitteln. Unsere Geschmacksknospen sind erst dann bereit, Lebensmittel wahrzunehmen, wenn sie vom Speichel aufgelöst werden. Es mag unglaublich klingen, aber unsere Knochen sind stärker, als sie scheinen. Ein Kubikzentimeter eines menschlichen Knochens kann etwa 9000 Kilogramm tragen, was ihn viermal stärker macht als Beton. Moment, kommt daher der Begriff Holzkopf? Das Einzige, was unsere Blutgruppen unterscheidet, ist Zucker. Die Blutgruppen A, B und AB haben Zucker, während die Blutgruppe 0 keinen Zucker hat, was sie für Spender perfekt macht. Kein Zucker macht die Blutgruppe 0 nicht weniger süß. Tatsächlich zieht sie Mücken sogar noch mehr an als andere Blutgruppen. Menschen haben nur 8 Blutgruppen, während Kühe 800 und möglicherweise mehr haben. Heiliger Strohsack! Normalerweise verlieren wir etwa 50 bis 150 Haare pro Tag. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Haares beträgt 5 Jahre und sobald sich ein altes Haar von deiner Kopfhaut verabschiedet, beginnt sofort ein neues zu wachsen. Menschliches Haar ist stärker als Kupferdraht mit gleichem Durchmesser. Eine einzelne Strähne kann bis zu 100 Gramm Gewicht tragen und bei richtiger Anwendung kann ein voller Schopf bis zu 8400 Kilogramm tragen. Unser Magen ist größer, als es den Anschein haben mag, mit einer Kapazität von fast 2300 Gramm unter extremen Bedingungen. Der Durchschnitt liegt etwa bei 900 Gramm. Nahrung wird innerhalb von 4 bis 6 Stunden verdaut und sogar Metall kann aufgelöst werden. Daher ist die Kapazität von Bedeutung. Lippen sind viel empfindlicher als Finger und haben etwa 1 Million Nervenenden. Damit sind sie 100-mal so empfindlich wie Fingerspitzen. Wenn ich also nachrechne, schätze ich, dass Küssen 100-mal besser ist als Händchen halten. Vielleicht. Rillen und Furchen machen unseren Lippenabdruck einzigartig, genau wie Fingerabdrücke. Auch sie bleiben unser ganzes Leben lang unverändert. Dein Zungenabdruck ist übrigens auch einzigartig. In unseren Bauchnabeln steckt ein ganzer Zoo mit einer Palette von etwa 70 verschiedenen Bakterien. Einige von ihnen sind auch in der Erde in Japan zu finden und sogar Bakterien, die typischerweise an den polaren Eiskappen zu finden sind. Ja, genau dort, in deinem Bauchnabel. Unsere Körper leuchten tatsächlich. Wir können es mit unserem normalen Sehvermögen nur nicht sehen, weil das Licht, das wir aussenden, 1000-mal weniger intensiv ist als die minimale Intensität, die wir wahrnehmen können. Ihr müsst mir also vertrauen. Der Mensch ist das einzige Lebewesen auf der Erde, das erröten kann. Das wird durch einen Adrenalinschub provoziert.
Karmin, das in Rouge und Lippenstiften verwendet wird, ist ein roter Farbstoff, der aus gemahlenen Käfern hergestellt wird. Ugh. Unsere Ohren wachsen im Laufe unseres Lebens immer weiter. Sie schwitzen auch und Ohrenschmalz ist eigentlich eine Art von Schweiß, den sie produzieren. Übrigens, auch die Nase hört nie auf zu wachsen, vor allem wenn man lügt. Das Herz ist der einzige Muskel, der nie müde wird. Die Aorta ist massiv. Ihr Durchmesser ist fast so groß wie der eines Gartenschlauchs. Wir geben täglich etwa 500 bis 1500 Milliliter Gase ab, was ausreicht, um einen kleinen Ballon zu füllen. Hey, versammelt die Nachbarschaft und füllt ein Luftschiff. Ist doch ein Versuch wert. Fett hilft unserem Körper, Vitamine zu verwerten. Die Vitamine A, D, K und E werden besser aufgenommen, wenn sie zusammen mit Fett konsumiert werden. Unser Körper hat genug Fett, um 7 Stück Seife zu produzieren. Einige Teile des Gehirns können sich selbst kannibalisieren und ihre eigenen Neuronen und Proteine essen, wenn du sie nicht mit genügend Nährstoffen versorgst. Zum Beispiel kann der Hypothalamus, der für deinen Schlaf, Hunger und deine Körpertemperatur verantwortlich ist, das tun. Ob du es glaubst oder nicht, man kann nicht gleichzeitig einatmen und schlucken. Ich weiß, dass du es gerade versuchst. Der Rachenraum wird als Luftweg benutzt, wenn du einatmest, oder als Nahrungsweg, wenn du schluckst. Wenn du alle Falten, die dein Gehirn hat, glatt bügeln würdest, würde es wie ein Kissenbezug aussehen. Wenn wir wach sind, produziert unser Gehirn eventuell genug Energie, um eine Glühbirne zu betreiben. Es hat eine Leistung von 10 Watt. In deinem Körper hast du genug Bakterien, um eine Dose damit zu füllen. Bakterien machen etwa 1,4 bis 2,3 Kilogramm deines Gewichts aus, was 2% unseres Gesamtgewichts ausmacht. Dennoch sind die meisten von ihnen Abfallprodukte. Die durchschnittliche Körpertemperatur liegt im Bereich von 36,1 bis 37,2 Grad Celsius. Das höchste jemals gemessene Fieber lag bei kritischen 46 Grad. Der kleine Finger ist vielleicht der kleinste, aber er ist auch der stärkste. 50% der Kraft deiner Hand kommt von deinem kleinen Finger. Ein Mensch hat etwa 20.000 bis 25.000 Gene. Scheint beeindruckend, nicht wahr? Dennoch haben Cornflakes mehr Gene als wir. Cornflakes 1, Mensch 0. Glücklicherweise geht es diesmal um Raffinesse, nicht um die Menge. Wir bestehen aus vielen chemischen Elementen, darunter Eisen. Das Eisen in unserem Körper reicht aus, um 3 Nägel zu produzieren, jeder 2,5 cm lang. Der Kohlenstoff in unserem Körper kann für 900 Bleistifte verwendet werden. Unsere Leber hat eine Superkraft zur Regeneration, wenn ein Teil davon entfernt wurde. Sie kann wieder auf die Größe anwachsen, die dein Körper braucht. Eine Achterbahn wirbelt deine Organe tatsächlich umher. Wenn du das Gefühl hast, dein Magen dreht sich um, tut er das tatsächlich in deinem Körper. Auch wenn Menschen einen absolut einzigartigen Geruch haben, riechen eineiige Zwillinge fast gleich. Das muss daran liegen, dass sie identische Gene haben. Fast die Hälfte deiner Geschmacksknospen wird verschwunden sein, wenn du 60 wirst. Vielleicht fängst du also endlich an, diesen Brokkoli zu essen. Mit zunehmendem Alter wird auch dein Geruchssinn weniger scharf. Wenn du hustest, setzt du die Luft mit etwa 60 km pro Stunde frei. Unsere Haut ist das größte Organ, das wir haben. Sie ist auch eines der massivsten Organe mit einem Gewicht von bis zu 3 bis 4 Kilogramm. Wenn wir die gesamte Haut, die wir haben, ausbreiten könnten, würde sie etwa 1,9 Quadratmeter bedecken. Schluckauf ist ein zweistufiger Prozess. Zuerst saugt man wegen eines Muskelspasmus sehr viel Luft ein und dann, peng, werden die Atemwege verschlossen, die Luft wird blockiert und das berühmte Geräusch findet seinen Weg an die Öffentlichkeit. Wir riechen nicht, wenn wir schlafen, deshalb ist es fast unmöglich, einen Gasleck in der Nacht zu bemerken. Während wir schlafen, können wir uns nur auf Geräusche verlassen, denn der Schlaf kann durch Lärm gestört werden. Von allen Sinnen ist der Geruchssinn der schärfste, außer wenn man schläft. Nach einem Jahr erinnern wir uns an 65% der Gerüche, aber nur an 50% dessen, was wir in den letzten 3 Wochen gesehen haben. Wir bekommen auch alle 28 Tage eine neue Nase, weil die Nasenzellen alle 4 Wochen erneuert werden. Was den Geschmack betrifft, so verlassen wir uns wiederum hauptsächlich auf unseren Geruchssinn, da er uns hilft, bis zu 95% des Geschmacks wahrzunehmen. Ohne Geruch wäre es schwer, einen Apfel von einer Rübe zu unterscheiden. Während ein Blumenstrauß für dich duften mag, leiden manche Menschen an Kakosmie. Sie nehmen alle Düfte als etwas Geruchsintensives wahr. Wir brauchen Ohren nicht nur zum Hören, sondern auch für das Gleichgewicht. Unser vestibuläres System nimmt das Innenohr ein. Die Kanäle in deinem Innenohr enthalten Flüssigkeit und winzige Sensorhaare, die dir helfen, das Gleichgewicht zu halten.
Wenn du auf einem Foto rote Augen hast, dann schiebe es auf das reflektierende Licht. Der Blitz prallt von den Kapillaren in deinen Augen ab und erzeugt diesen Effekt. Alle Knochen in unserem Körper sind mit Ausnahme des Zungenbeins miteinander verbunden. Dieser Knochen dient als Stütze für deine Zunge und es ist einer der seltensten Knochen, der brechen kann. Wie nennst du eine Person, die mit beiden Händen gleich gut schreiben kann? Wie kannst du mit deiner Zunge von innen deine Nase berühren? Und warum solltest du das überhaupt tun? Bleib dran und entdecke, ob du eine echte Superkraft hast. Etwa ein Drittel aller Menschen kann eine Augenbraue hochziehen, links oder rechts. Das ist eine gute Möglichkeit, jemandem ein spielerisches Signal zu geben, während du einen Witz erzählst. Aber die Fähigkeit, beide Augenbrauen getrennt voneinander zu heben, ist viel seltener. Wenn du nicht zu diesen Menschen gehörst, liegt das daran, dass du die entsprechenden Muskeln noch nicht kontrollieren und bewegen kannst. Aber diese Fähigkeit kann entwickelt werden. Stell dich vor einen Spiegel, halte eine Augenbraue mit deiner Hand fest und hebe die andere hoch und runter. Mache dann das gleiche mit der anderen Augenbraue. So lernst du, sie getrennt zu bewegen. Wenn du auf dem Boden sitzt, kannst du aufstehen, ohne deine Hände oder Knie zu Hilfe zu nehmen? Diese einfache Challenge wird Sitting Rising Test genannt. Cleverer Name. Obwohl in der Wissenschaft darüber gestritten wird, ob dieser Test wirklich etwas über deine Gesundheit aussagt, kannst du damit überprüfen, ob deine Muskeln und dein Herz stark genug sind. Wenn du nicht in der Lage bist, dich ohne die Unterstützung deiner Hände oder Knie vom Boden zu erheben, wird es vielleicht Zeit, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Streck deine Hand aus, leg einen Ring in die Ellenbeuge und drehe dann deine Handfläche. Wenn der Ring nicht heruntergefallen ist, gehörst du zu den seltenen Menschen. Manche sagen, nur 2% der Menschen können das, aber darüber lässt sich streiten. Wenn du deinen Ellbogen leicht lecken oder wenn du mit deinem Daumen deinen Unterarm berühren kannst, herzlichen Glückwunsch. Du gehörst zu einer Minderheit der Menschen. Aber manche Menschen sind noch flexibler. Dieser Zustand wird als Hypermobilität bezeichnet. Sie ermöglicht es Menschen, ihren Körper wie eine Schlange in seltsame Positionen zu drehen, den Kopf zwischen die Füße zu stecken, eine Rückenbrücke zu machen und alle möglichen Spagate zu vollführen. In manchen Fällen kann die Hypermobilität aber auch die Sensibilität erhöhen, weil diese Menschen ein größeres Rückenmark haben. Dieser Gehirnbereich ist für die Verarbeitung von Emotionen zuständig. 90% der Menschen sind Rechtshänder und nur 10% sind Linkshänder. Ja, das summiert sich. Aber es gibt auch einen sehr kleinen Prozentsatz von Menschen, die beide Hände gleich gut nutzen können, zum Beispiel beim Schreiben, Zeichnen und auch bei anderen Aufgaben. Von Natur aus beidhändige Menschen machen nur 1% der Gesamtbevölkerung aus. Das sind etwa 70 Millionen Menschen. Wenn du wissen willst, ob du zu ihnen gehörst, dann versuche, denselben Satz mit beiden Händen zu schreiben oder einen Kreis erst mit der rechten und dann mit der linken Hand zu zeichnen. Wenn du keinen Unterschied feststellst, herzlichen Glückwunsch! Diese Übungen sind übrigens sehr gut geeignet, um die Gehirnhälften auszugleichen, unabhängig davon, mit welcher Hand du arbeitest. Spiegelschrift ist eine weitere gute Methode, um deine Neuronen zu wecken. Wach auf, wach auf! Leonardo da Vinci schrieb seine Gedanken in seinem Tagebuch von rechts nach links. Der eigentliche Zweck seiner spiegelverkehrten Schreibweise ist bis heute unbekannt. Aber manche Leute vermuten, dass er damit verhindern wollte, dass die Tinte verschmiert, weil er Linkshänder war. Einen gespiegelten Text zu erstellen, ist für die meisten Menschen keine leichte Aufgabe. Die meisten Menschen verlassen sich auf die Wettervorhersage und passen ihre Kleidung je nach Jahreszeit an, um sich nicht zu erkälten. Aber nicht alle. Die Glücklichen haben gelernt, ihren Körper bei jedem Frost warm zu halten. Diese Menschen können in der Kälte nur mit einer Badehose bekleidet rumlaufen und fühlen sich wohl. Sie können barfuß im Schnee stehen und sogar in einem Fluss oder einem Eisloch schwimmen. Normalerweise ist dieses Talent nicht angeboren. Die Menschen temperieren ihre Körper jahrelang, bis sie sich daran gewöhnt haben, extreme Kälte auszuhalten. Natürlich tun sie das nicht, um cool auszusehen oder um sich cool zu fühlen. Zu den gesundheitlichen Vorteilen dieser Prozedur gehören eine bessere Durchblutung, erhöhte Konzentration und ein allgemeines Wohlbefinden. Und wie viele Sekunden kannst du barfuß im Schnee stehen? Nicht viele. Streck deine Handflächen vor dir aus. Drücke alle Finger außer deinem Daumen zusammen. Spreize nun den Zeige- und Mittelfinger und deinen Ringfinger mit dem kleinen Finger in verschiedene Richtungen. Geschafft? Wenn ja, wärst du wahrscheinlich ein wunderbarer Musiker, denn die Nerven in deinen Handflächen sind gut entwickelt.
Bist du kitzlig, wenn du dich selbst kitzelst? Normalerweise nicht. Das passiert, weil der Kleinhirnbereich des Gehirns, der die Bewegungen überwacht, die Empfindungen vorhersagt, die durch deine eigenen Bewegungen verursacht werden. Dann sendet es ein Signal an andere Teile des Nervensystems, um diese Empfindungen zu unterdrücken. Es gibt aber einige wenige Menschen, die von sich aus kitzlig sind. Wenn du nicht zu ihnen gehörst, kann das Berühren einer neuen Textur, die das Gehirn noch nicht kennt, oder die Verwendung eines Kopfhautmassagegeräts dazu beitragen, deine Nerven zu erregen und dich zu entspannen. Schnapp dir ein Blatt Papier und einen Stift und setz dich auf einen Stuhl. Strecke ein Bein aus und drehe deinen Fuß im Uhrzeigersinn. Versuche die Zahl 6 auf das Papier zu schreiben, während du deinen Fuß weiterdrehst. Diese Aufgabe ist deshalb so schwierig, weil der linke Teil deines Gehirns nicht mit zwei entgegengesetzten Bewegungen gleichzeitig umgehen kann. Deshalb versucht es, alle Bewegungen in dieselbe Richtung zu bringen. Nur wenige Menschen schaffen das auf Anhieb. Du kannst auch versuchen, andere Zahlen zu schreiben und die lustigen Ergebnisse beobachten. Es scheint, als hätte der Fuß nur mit der Null kein Problem. Wenn du dein Gleichgewichtsorgan testen willst, probiere diesen einfachen Trick aus. Stell dich auf einen Fuß und schließe deine Augen. Die meisten Menschen verlieren zumindest beim ersten Versuch das Gleichgewicht. Dein vestibuläres System umfasst viele Organe und Systeme in deinem Körper. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass dein Körper in verschiedenen Positionen im Gleichgewicht bleibt. Zu diesem System gehören auch das Innenohr und das Sehvermögen. Deshalb ist es viel einfacher, in der Stille das Gleichgewicht zu halten, wenn du die Augen geöffnet hast. Jeden Tag erkennen Menschen über ihre Zunge verschiedene Geschmäcker und nutzen sie, um miteinander zu kommunizieren. Aber sie ist auch ein tolles Werkzeug für eine Reihe von Tricks. Etwa 10% der Menschen können mit ihrer Zunge ihre Nasenspitze berühren. Der aktuelle Titel der längsten Zunge der Welt gehört Nick Sturbrell aus den USA. Seine Zunge misst 10,1 cm laut Guinness Weltrekorde. Es gibt noch einen weiteren Anwärter, dessen Name im indischen Buch der Rekorde steht. Seine Zunge misst satte 27 cm. Stell dir vor, was er mit einer Eistüte anstellen kann. Aber die durchschnittliche Zunge eines erwachsenen Mannes ist nur etwa 8,5 cm lang und die einer Frau 7,9 cm. Deshalb schaffen die meisten Menschen den Nasentrick nicht so einfach. Einen Knoten in einen Kirschstiel zu machen, ist eine beliebte Party-Challenge, aber nur wenige Menschen können das richtig und schnell. Al Gliniecki stellte im Juni 2014 den Guinness-Weltrekord auf, als er 14 Kirschstielknoten in einer Minute nur mit seiner Zunge machte. Wahnsinn! Wenn du versuchen willst, seinen Rekord zu brechen, solltest du dich in Geduld üben und längere Stiele von etwa 1,5 cm Länge wählen. Zu diesem Thema gibt es übrigens jede Menge Tutorials. Stell dich vor einen Spiegel, öffne deinen Mund und versuche, die Seiten deiner Zunge zueinander zu rollen, sodass sie eine U-Form bildet. Etwa 65-81% der Menschen sind natürliche Zungenroller und die meisten davon sind Frauen. Manche glauben, dass es sich um eine genetische Veranlagung handelt, aber neuere Studien haben gezeigt, dass Menschen diese Fähigkeit durch Üben entwickeln können. Khechari Mudra ist ein Begriff aus dem Yoga und bedeutet, die Zungenspitze in den Mund zurückzurollen. Im Idealfall sollte sie bis über den weichen Gaumen reichen und am Anfang der Nasenhöhle ruhen. Diese Asana hilft, Geist und Körper zu erfrischen und Durst, Hunger und Ängste zu überwinden. Manche sagen auch, dass es hilft, ein professioneller, luzider Träumer zu werden, wenn du jede Nacht mit Khechari Mudra einschläfst. Aber die meisten Yoga-Anfänger brauchen Monate oder sogar Jahre, um in die Nasenhöhle zu gelangen. Und wenn du es sofort schaffst, gehörst du zu den Glücklichen. Kannst du mit den Ohren wackeln? Herzlichen Glückwunsch! Etwa 22% der Menschen auf der Erde sind in der Lage, mit einem Ohr zu wackeln. Aber nur 18% können beide Ohren gleichzeitig bewegen. Das Wackeln mit den Ohren war schon bei unseren Vorfahren üblich. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass Ohren eine Vielzahl von Bewegungen ausführen können. Die Ohrmuskulatur ist für das Wackeln verantwortlich, aber wir brauchen sie heute meistens nicht mehr. Aber jeder kann lernen, seine Ohren zu bewegen. Es braucht nur Zeit und Übung. Aber leider werden wir es nie schaffen, ein Ohr in die Richtung einer Schallquelle zu drehen, so wie es Hunde und Katzen können. Weißt du eigentlich, dass du seltene Körpermerkmale haben könntest, die man nicht mal auf einem Röntgenbild sieht? Pass auf, die meisten von uns haben 12 Rippenknochenpaare. Das heißt also, dass wir mit 24 Rippen geboren wurden. Aber es gibt Menschen, die 25 Rippen haben. Doch die Besonderheit tritt nur bei einem von 200 Menschen auf. Man nennt sie zervikale Rippe.
In der Regel taucht sie oberhalb der ersten Rippe auf, also direkt an der Halsbasis und über dem Schlüsselbein. Aber kein Grund zur Panik. Wie gesagt, meistens ist sie so unauffällig, dass sie gar nicht auffällt. Man könnte sie aber auch leicht entfernen, falls nötig. Du weißt, dass Huskies oft unterschiedliche Augenfarben haben. Und diese Besonderheit kommt auch bei Menschen vor. Der medizinische Begriff dafür ist Heterochromie. Der Name leitet sich vom altgriechischen Wort Heteros ab, was so viel wie verschieden bedeutet, und Chroma für Farbe. Menschen mit dieser angeborenen Anomalie haben entweder eine vollständige, eine zentrale oder partielle Heterochromie. Bei der vollständigen Ausprägung hat die Person verschiedenfarbige Augen, zum Beispiel ein braunes und ein grünes. Zwei Farben im selben Auge nennt man zentrale Heterochromie. Bei der partiellen hat nur ein Teil eines Auges eine andere Farbe. Wie gesagt, entweder wirst du damit geboren oder du bekommst es nach einer Verletzung. Heterochromie kommt aber extrem selten vor. In den Vereinigten Staaten haben zum Beispiel weniger als 200.000 Menschen diese Anomalie. Du musst schon zugeben, diese Augen sehen ziemlich cool aus. Bleiben wir noch bei der Augenfarbe. Rate mal, welche Farbe die seltenste ist. Ich erspare dir mal die Google-Suche. Es ist grau. Blaue Augen waren wahrscheinlich dein erster Gedanke. Ja, die sind selten. Nur etwa 10% der Weltbevölkerung haben blaue Augen. Dann gibt es noch die grauen Augen. Die sind allerdings speziell und weniger als 1% der Menschen haben sie. Die graue Augenfarbe entsteht, weil der Melaningehalt in den Schichten der Iris geringer ist. Falls du jemanden mit grauen Augen kennenlernen möchtest, dann fahre weiter in den Osten oder Norden Europas. Noch seltener sind aber rote oder violette Augen. Die treten aber meist nur bei bestimmten gesundheitlichen Folgen auf. Es gibt Menschen mit einer Superkraft. Sie können mehr als 100 Millionen verschiedene Farben sehen und das ohne irgendein fancy Gadget. Wir sehen Farben dank der Zapfen in unseren Augen. Die meisten von uns haben 3 Zapfen, dank derer die Farben, die wir sehen, für unser Gehirn übersetzt werden. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die Tetrachromaten genannt werden, weil sie 4 Zapfen haben. Interessant ist, dass dies bisher nur bei Frauen festgestellt werden konnte. Der kleine Zapfen, der da hinten in deinem Hals hängt, der dir beim Schlucken hilft, wird Uvula genannt. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie kleine Traube. Aber etwa 2% der Menschen kommen mit einem gespaltenen Zäpfchen zur Welt. Dieses unverzichtbare Organ ist dann entweder geteilt oder sogar gegabelt. Mit diesem coolen Merkmal kommst du auf einer Party bestimmt gut an. Spaß beiseite. Menschen mit einem geteilten Zäpfchen haben manchmal Probleme beim Essen, Trinken und Sprechen. Eventuell treten sogar Probleme bei der Verdauung auf. Auch ihre Sprache kann sich merkwürdig anhören, aber das hängt davon ab, wie stark das Zäpfchen gespalten ist. Die folgende Besonderheit ist vielleicht nicht die coolste für den Urlaub, aber Menschen, die sie haben, können mehr erreichen, weil sie mit weniger Schlaf auskommen. Es heißt, dass berühmte Menschen wie Nikola Tesla, Margaret Thatcher und Winston Churchill diese super seltene Eigenschaft hatten. Das DEC2-Gen reguliert unseren zirkadianen Rhythmus. Damit ist unsere biologische Uhr gemeint, die uns mitteilt, wann wir schlafen oder essen sollten. Richtig, sie macht uns schläfrig und hungrig nach dem allseits bekannten Rhythmus. Aber es gibt Menschen mit einer seltenen Mutation dieses Gens, wodurch ihr normaler Schlafzyklus viel kürzer ist. Sie steigen ausgeruht aus dem Bett nach 4 bis 5 Stunden Schlaf. Diese Superkraft hätte ich auch gern. Wie wäre es mit einer Genmutation, die dir superheldenhafte Knochen verleiht? Jo, diese Knochen sind quasi unzerbrechlich. Auch die Haut ist weniger anfällig für Alterung. Wer diese Genmutation in sich trägt, ist prädestiniert für Extremsportarten und trotzdem Lauf der Zeit. Einige Menschen haben ein sehr attraktives Merkmal, was man auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht registriert. Sie haben etwas, das Dystichiasis genannt wird. Sie haben also eine zweite Wimpernreihe. Du kannst dir nachträglich aber keine wachsen lassen, weil du ein bestimmtes Gen verändern müsstest. Diese genetische Mutation ist angeboren. So hübsch eine zweite Wimpernreihe auch klingt, wer diese zusätzlichen Wimpern hat, leidet oft darunter, weil die Wimpern die Augen reizen und auch die Sehkraft beeinträchtigen können. Kennst du den Begriff Glaswollhaar? Solltest du aber, denn dabei handelt es sich um ein Syndrom, das deine Bad Hair Days bestimmen könnte.
In der Fachliteratur wird es als Syndrom der unkämmbaren Haare bezeichnet. Es verursacht krauses und trockenes Haar, das kaum kämmbar ist, und es sprießt aus der Kopfhaut aus allen Richtungen. Die Haare sind entweder hellblond oder silber. Die meisten von uns haben zylindrische Haare, aber Menschen mit diesem Syndrom haben dreieckige, herzförmige oder ganz flache. Glaswollhaar kommt aber extrem selten vor. Es gibt nur 100 bestätigte Fälle. Aber man weiß, dass es im zunehmenden Alter besser kontrollierbar wird. Wusstest du, dass die Entwicklung des Menschen auch mit der Region, wo er lebt, zusammenhängt? Ich spreche von ortstypischen Eigenschaften. Zum Beispiel hat sich bei Menschen, die in höheren Lagen leben, eine ziemlich coole Eigenschaft entwickelt. Pass auf, in höher gelegenen Gebieten ist der Sauerstoffgehalt geringer, aber die Leute können dort trotzdem ganz normal leben, weil sich ihr Körper damit arrangiert hat. Menschen, die in den südamerikanischen Anden leben, haben rote Blutkörperchen, die mehr Sauerstoff transportieren können. Das macht ihren Kreislauf insgesamt viel effizienter. Auch in anderen höher gelegenen Gebieten der Welt hat sich der menschliche Körper auf diese Weise angepasst. In ihren roten Blutkörperchen wird mehr Sauerstoff gespeichert, um den Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Die folgende Besonderheit ist wichtig, wenn es ums Aussehen geht, aber sie ist unwichtig in Bezug zur allgemeinen Gesundheit. Ich spreche von Piebaldismus. Wer diese Krankheit hat, dem fehlen in einigen Teilen des Haares die Melanozyten. Das sind Zellen, die das Haarpigment produzieren. Am häufigsten treten diese weißen Haare oberhalb der Stirn im vorderen Haaransatz auf, aber auch bei den Augenbrauen oder Wimpern. Man wird damit geboren und es kann nicht behandelt werden, aber wen es stört, der kann sich ja die Haare färben. Wobei ich sagen muss, dass das super cool aussieht. Magst du Koriander? Ich stehe auch nicht auf dieses Kraut. Für mich schmeckt das wie Seife. Dabei handelt es sich aber nicht nur um eine Vorliebe, sondern ein Gen ist daran schuld, dass das Kraut diesen ekligen Geschmack hat. Eine Studie mit rund 30.000 Menschen hat ergeben, warum Koriander für einige Menschen seifig schmeckt und für andere nicht. Es liegt an einer bestimmten Genvariante, auch wenn dieses Gen eher mit dem Geruch als mit dem Geschmack zu tun hat. Falls es dir wie mir geht, du dem Koriander aber eine Chance geben willst, dann habe ich einen kleinen Trick, den du mal ausprobieren kannst. Oder sag deinen Leuten Bescheid, die das Essen kochen. Hacke das Kraut, bevor du es ins Essen gibst. Warum? Na, weil durch das Hacken die Substanz, die für den seifigen Geschmack verantwortlich ist, aufgespalten wird und dann etwas weniger unangenehm schmeckt. Na, guten Appetit.